24 Jahre jung und schon Chef des Hauses Hohenzollern. Prinz Georg Friedrich von Preußen ist bei mir. Freue mich, dass Sie da sind. Prinz von Preußen, Sie haben auch jetzt die Festveranstaltung gehört, die Reden, die gehalten wurden. Waren Sie in Ihrem Sinne? Also ich glaube, würdevoller und schöner hätte man den heutigen Anlass sicher nicht begehen können. Ich glaube, auch von den Worten her, die Sie da angesprochen haben, sind sehr viele und sehr wichtige Worte gefallen. Ich muss das natürlich jetzt erstmal so ein bisschen auch verarbeiten. Es kam ja sehr viel auf einmal. Aber ich glaube, dass es ein sehr positives Bild gegeben hat. Und für mich persönlich, also ich kann sowohl für meine Familie sprechen, auch für mich persönlich, ist es für mich sehr schön zu sehen, einfach wie man plötzlich anfängt, nicht nur mit preußischer, sondern vielleicht ist es auch ein Zeichen, dass man einfach wir allgemein mit deutscher Geschichte plötzlich unbefangen und frei und unbeschwert umgehen. Und das ist was mich sehr freut und auch ein bisschen erstaunt. Es wird ja auch immer wieder diskutiert und gerade wenn man auch sieht, wie die Berlinerinnen und Berliner und viele Deutsche auf die Königin reagieren, wenn sie hier ist, Elisabeth II., braucht es in Deutschland auch wieder ein Königshaus, braucht es eine Monarchie? Wie ist da Ihre Einstellung zu? Also das ist jetzt ein bisschen schwierig für mich als Einzelperson, dieses Thema anzusprechen. Ich sage das mal ein bisschen allgemeiner. Ich denke schon, dass dadurch, dass wir jetzt ein vereintes Europa haben oder beziehungsweise bekommen und wir immer mehr zusammenrücken und ein vereintes Europa, in dem ja über die Hälfte aller Mitgliedstaaten eine Monarchie haben, denke ich sicher, dass man auch in Deutschland anfängt, auch so ein bisschen darüber zu reden und auch darüber zu diskutieren, ob sowas denn sinnvoll ist. Und also das wird auf jeden Fall kommen. Nur wann und in welcher Form, das kann ich im Moment noch nicht sagen. Nun sind Sie 24 Jahre jung, leben in dieser Demokratie, waren auch bei der Bundeswehr. Da hatten Sie einfach den normalen Status, wie jeder Bürgerliche auch. Wie ist das Verhältnis zwischen Bürgerlichen und Adligen in Ihrer Erfahrung nach? Normalisiert sich das in Deutschland? Sind wir da auf einem Weg der Angleichung oder gibt es da noch Ständeunterschiede? Also ich kann da auch wieder nur für meine Person sprechen. Also ich bekomme immer von Leuten zu hören, hey, du bist ja ganz normal. Die einen sagen es vielleicht ein bisschen enttäuscht, die anderen freuen sich drüber, aber so das ist immer so das. Und es hängt immer von der einzelnen Person ab, wie die Person ihre Rolle definiert und ich sehe mich als normaler deutscher Mitbürger und verhalte mich auch dementsprechend und insofern kann es gar keinen Unterschied geben. Und also sowas wie Prinz William gemacht hat, Toilette putzen, würden Sie auch mal auf dem Survival-Kurs machen? Ich meine, das bleibt auch beim Wehrdienst nicht aus und das sind ganz normale Sachen, aber da würde sich auch niemand drüber wundern. Und ich denke mal, der einzige Unterschied, was mich vielleicht von anderen Menschen unterscheidet, ist, dass ich einen Namen trage, den viele Leute mit der Vergangenheit und mit der Tradition meiner Vorfahren, deutscher Könige und Kaiser, verbinden. Und da kommen natürlich viele Fragen und viele interessierte Fragen. Aber mir macht das auch Spaß, darüber zu sprechen und mich dann mit den Menschen zu unterhalten. Und die freuen sich ja auch. Prinz von Preußen, danke Ihnen. Viel Spaß jetzt noch, vermutlich auch mit der großen Familie auf dem Empfang. Ja, vielen Dank. Das. Danke Ihnen fürs Kommen. Schauen.